Herzlich willkommen zur Exali-Interviewreihe Exali fragt nach. Unsere Branchenporträts 2021. Heute dreht sich alles ums Thema Kreativ- und Webumfeld. Und ich freue mich ganz besonders, heute Nadja Beierschmidt begrüßen zu dürfen von Freelance Express. Hallo Nadja, grüß dich. Hallo, freue mich, dass ich dabei bin. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist schön. Nadja, wenn ich jetzt sage Freelance Express, ne, dann kann ich mir schon vorstellen, ihr seid keine Metzger oder Bäcker. Weder oder? Noch, würde ich sagen. Genau. Magst du vielleicht ganz kurz euch mal vorstellen und erzählen, was Freelance Express denn so macht? Ja, klar, gerne. Also ich hoffe, vielleicht kennen uns ja auch schon ein paar, weiß ich nicht, aber ich erkläre es natürlich für alle, die uns nicht kennen. Mhm. Wir sind eine kreative Plattform für Freelancer und Auftraggeber, die Projekte im kreativen Bereich zu vergeben haben. Mhm. Es geht ganz explizit darum, dass bei uns keine Jobs, Vollzeitjobs, Teilzeitjobs ausgeschrieben werden, sondern einmalige Projekte, wie jetzt zum Beispiel ein Metzger, wie du so schön gesagt hast, der ein Logo braucht, der meldet sich dann, schreibt dann bei uns sein Projekt aus und ein Grafikdesigner bewirbt sich dann auf das Projekt und ja, dann so geht es dann weiter. Aber es sind jetzt keine Vollzeitgeschichten, sondern eben Freelancer bzw. Freiberufler. Okay, also rein wirklich Projekte, auf die man sich dann bewerben kann oder für die man sich vorstellen kann als Freelancer. Genau. Okay. Und Nadja, gibt es da so ganz typische Projekte, die wirklich immer ausgeschrieben werden? Ich denke jetzt gerade so an ja, die Website vom Steuerberater oder so. Na, der wird jetzt intern in-house wahrscheinlich nicht unbedingt einen Grafikdesigner haben. Oder ist es völlig unterschiedlich? Ne, es ist schon so, wie du gerade gemeint hast, also dieses typische, mal ein Webdesigner, mal ein Logodesigner, mal ein Marketingmanager. Also es gibt auch Jobs, die dann nicht nur einmalig sind, sondern ein Social Media Manager zum Beispiel, der sich dann dauerhaft um den Webauftritt eines Steuerbüros kümmert. Die vergeben den Auftrag halt extern und rechnen das dann auf Stundenbasis ab, anstatt eben dafür jemanden fest einzustellen. Das sind so die klassischen, die sich immer wieder wiederholen. Was das Ganze dann vielleicht so spannend macht, ist so diese Sache, ich habe verschiedenste Auftraggeber. Also das geht vom Nagelstudio übers Möbelhaus bis zur Kfz-Werkstatt, aber auch so mittelständische größere Unternehmen oder auch meine IT-Firma oder mal ein Zahnarzt, der was braucht. Also wenn ich da als Freelancer unterwegs bin, bin ich irgendwie zwar in meinem Job, aber in den verschiedensten Sparten eben unterwegs. Wow, also das klingt ja auch so, als würde es den Zeitgeist ziemlich gut treffen, euer Portal, ne? So Stichwort Digital Natives und Digital Nomads vor allem auch, die viel unterwegs sind. Ich bin flexibel, richtig? Genau. Ja, im Prinzip ist das auch genau das. Also das ist diese digitalen Nomaden, die du gerade eben schon angesprochen hast. Das kommt auch immer mehr und man sieht auch immer mehr, dass sich Freelancer, also es sind es ist doch ein ganz großer Teil, den man eigentlich so, wenn man damit nichts zu tun hat, völlig unterschätzt, wie viel es eigentlich in Deutschland da eben gibt und die von überall aus arbeiten und auch wir ganz stark Projekte haben, die eben remote stattfinden, also die eben da ganz gut drauf passen, weil man eben nicht ins Büro muss. Das ist immer von Vorteil natürlich dann für die, die sagen, ich würde gern auf Mallorca am Strand arbeiten oder wo auch immer. Wow, also das ist eine ganz gute Perspektive. Jetzt überlege ich gerade, ob ich ein bisschen umschulen sollte. Nein. Aber naja, wenn ich mich mit dem Thema trage oder mit dem Gedanken trage, umzuswitchen, ich mache jetzt eine Ausbildung oder ich bin gerade mit dem Studium fertig und stehe jetzt hier mit meinem Diplom in der Hand oder wie auch immer und möchte jetzt losstarten und sage so, ich stelle mir das echt schwer vor, ne? So von jetzt auf gleich den Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit oder in die freiberufliche Tätigkeit als Freelancer. Jetzt bist ja du als Portalmanagerin, ja, ich weiß auch, ihr habt viele, viele
ja, wie soll ich sagen, kreative Köpfe bei euch auf dem Portal. Du bist ja absolut am Puls dieses Umfelds und auch also dieser Branche, ne, wenn man es so nennen möchte. Gibt es da Tipps und Tricks oder gibt es da etwas, das du genau solchen Leuten gerne mit auf den Weg geben willst? Ja, also ich glaube, das Wichtigste oder woran viele schon mal scheitern, die eben diese Idee im Kopf haben, ist, sich einfach zu trauen, sich selbstständig zu machen. Ich glaube, der Schritt in die Selbstständigkeit hat erstmal was mit Mut zu tun. Eben, dass man dann nicht mehr irgendwo in einem gesicherten Umfeld sich befindet. Was man machen kann, wenn man sich eben nicht so ganz traut. Es gibt sehr viele nebenberufliche Freelancer tatsächlich, die das auf sich aufbauen, die tatsächlich dann irgendwann auch trotzdem in die Selbstständigkeit, also in die volle Selbstständigkeit gehen, aber erstmal angefangen haben, auf abends nach dem Feierabend halt quasi sich so den ersten Kundenstamm hochzuziehen. Also da gibt es diese zwei Modelle, die auch ganz gut funktionieren. Ich glaube, das muss jeder erstmal für sich selber rausfinden, ob er gleich sagt, ich bin da mit vollem Elan dabei und mache nur noch das. Und ich mache das erstmal nebenbei, schaue, wie es läuft, habe die sichere Absicherung vielleicht durch den angestellten Job. Genau. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn man dann eine Idee hat, wirklich den Markt mal zu analysieren, zu gucken, steht meine Konkurrenz da? Wo finde ich vielleicht noch eine Nische, wo ich Profi sein kann, was es so gibt? Ist ja auch dann, wenn dann 20 das Gleiche machen, wird es schwieriger, als wenn ich vielleicht doch, wenn ich mir das genau angeguckt habe, was anderes noch finde. Also Spezialisierung, Stichwort. Genau. Und dann, da streiten sich jetzt die Geister. Also es gibt welche, die sagen, ich brauche eine ordentliche Vorbereitung. Also ich brauche eine Website, ich brauche ein Logo, ich brauche ein Portfolio, ein ausgearbeitetes. Und es gibt wiederum andere, die sagen, fang einfach an, alles andere kommt dann mit der Zeit. Du brauchst erstmal keine eigene Website, wenn du Kunden hast. Ich glaube, das kann man sehen, wie man will. Ich bin persönlich bin auch eher so derjenige, ich hätte gern erst eine Website und ein Logo und einen Namen und fang dann an. Wobei da immer das Thema dann kommt, es wird sich über die Zeit wahrscheinlich nochmal verändern und entwickeln, wenn man dann noch keine Erfahrung drin hat. Und was man auch ganz gut als Tipp geben kann, ist, sich so eine Art Netzwerk aufzubauen. Nicht nur mit Freelancern aus demselben Beruf, sage ich jetzt mal, sondern auch Freelancern deutschlandweit. Und was auch dann Sinn macht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Texter bin und eine Webseite und kenne mich da nicht aus. Das wird meistens, geht meistens schief, wenn man da nicht irgendwie eine Ahnung von hat. Und da darf man dann, glaube ich, auch nicht scheuen und sagen, okay, gut, ich frage andere Freelancer und nimm den dann in Anspruch und lass mir ordentlich dann was aufbauen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, den man am Anfang machen kann. Und, glaube ich, als allerletztes oder was immer noch, wobei als vorletztes fast, was man immer noch unterschätzt, sind Kalkulationen zu machen, dass ich mir dieses Thema Stundensatz, wie viel kann ich verlangen, dass ich mir da wirklich vorher Gedanken drüber mache, das ordentlich kalkuliere, wirklich eine Rechnung aufmache und dann nicht nur so grob überschlage, sondern auch Versicherungen mit reinrechne eben oder auch einen Dienstwagen oder mal die Akquisezeit, wo ich ja in der Zeit eigentlich nichts verdiene, aber arbeite, dass man wirklich sich ordentlich plant und dann den Stundensatz zu rechnen. Genau, das allerletzte, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was am Anfang aber hundertprozentig immer zu kurz kommen wird, ist so ein bisschen nicht so viel gleichzeitig, ist ein bisschen Me-Time, also man sich selber nicht komplett verliert, weil wenn man dann nach 2 Wochen oder nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten irgendwie in der Ecke liegt und nicht mehr klarkommt, dann hat sich das Ganze auch nicht rentiert. Also klar, am Anfang will man so viel wie möglich schaffen, aber wenn man sich, glaube ich, übernimmt, ist es auch ganz, ganz schwierig. Wow, da waren jetzt gute Hinweise dabei und auch ganz, ganz spannend finde ich, ja, dass man über so ein Portal wie Freelance Express dann eben auch mal die Möglichkeit hat, ne, wie im Sommer den Zeh mal ins kalte Wasser, in den See zu halten und zu sagen, ich teste mal, ist das was für mich? Und dass man eben dann auch vielleicht neben einer festangestellten Tätigkeit sich da etwas aufbauen kann oder das ein oder andere Projekt mal testweise vielleicht realisiert.
Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, das betriebswirtschaftliche Rechnen und die Versicherungen. Das ist natürlich immer so der Punkt, der, wenn es ernst wird. Das ist für uns als Spezialmakler für berufliche Risiken, ist das natürlich auch immer besonders interessant und da freuen wir uns über Inputs aus der Branche oder aus dem Tätigkeitsspektrum. Ja, ist ja doch ganz weit gefasst bei euch. Gibt es da branchenspezifische Risiken, also Themen, die regelmäßig aufpoppen, die immer wieder aufpoppen? So Vertragsrisiken oder ähnliches, oder? Also ich glaube, was als erstes gerade im Grafik- und Webdesign-Bereich kommt, ist dieses Thema Copyright. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz sensibles Thema. Ich meine, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Das ist so Ja. das Top-Thema irgendwo dann so in Ja. dem Bereich. Und da will man dann meistens auch, glaube ich, erstmal gar nicht unterstellen, der hat das mit Absicht abgekupfert, sondern es kann ja auch schon sein, also so geht es mir, aber ich bin Gott sei Dank in dem nicht so ganz schlimm drin. Ich gucke mir 10 Sachen an und habe dann die Idee. Und dann habe ich die aber eigentlich schon gesehen, weiß es aber gar nicht mehr und schon bin im Ja. Copyright-Thema drinnen. Das ist, glaube ich, so das Top-Problem, wenn man das so nennen will. Ja. Ich meine, was kann man grundsätzlich noch versichern oder was passiert noch? Ist Datenschutzprobleme, glaube ich, wenn es so um Kundendaten geht, ist immer ein heikles Thema. Aber das betrifft natürlich nicht nur die Kreativbranche, sondern eigentlich ja, jedes Unternehmen, jeden Selbstständigen, jeden Freiberufler, Ja. man damit ordentlich umgeht. Genau, ich glaube, das sind so die schlimmsten oder regelmäßigsten Sachen. Ja, wo man sich natürlich auch noch versichern kann, ist, wenn ich jetzt Fotograf bin, also wir bauen auch gerade eine Unterkategorie für Fotografie und Videojobs auf und habe eine Drohne, habe eine Kamera, sollte man auch versichern lassen, zum Beispiel. Das sind so Sachgegenstände, genau, würde ich jetzt auch sagen, ist was definitiv dann eher häufiger ist. Also schon so die klassischen Risiken, ne? Sachen gehen kaputt oder ich kriege einen bösen Brief wegen einer vermeintlichen Rechtsverletzung. Da ist ja auch oft so, das ist jetzt so ein bisschen ein Blick hinter unsere Kulissen. Da geht es in vielen Fällen auch gar nicht so darum, dass der Mediaprofi, ja, der Kreativprofi einen Fehler gemacht hat oder was übersehen hat, sondern oftmals ist es ja auch so, dass unterstellt wird. Da ist eine Lizenz nicht richtig eingesetzt worden oder ähnliches. Und dann habe ich halt Abwehrkosten, ja, also Anwaltskosten etc. Das ist auch oft so ein Punkt, der dann auf einen zukommt. Aber das sind also die gängigen Branchenrisiken, gegen die kann man ja Gott sei Dank gut was tun, zum Beispiel bei uns. grundsätzlich. Wie ist es denn in die Berufslandschaft? Ja, das ist ja ein ganz agiles, IT-affines Umfeld. Gibt es da Entwicklungen in den letzten Jahren? Wie hat sich das so verändert, wenn man mal so ein bisschen Revue passieren lässt in den letzten 5 oder 10 Jahren? Gerade auch hinsichtlich der Perspektiven in diesem Bereich und oder auch vielleicht hinsichtlich der Corona-Pandemie. Gibt es da Dinge, die euch aufgefallen sind bei Freelance Express? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, der Freelancer-Markt ist ein wachsender Markt. Also wenn man sich Mhm. auch Zahlen auch vom Statistischen Bundesamt eben ansieht, hat man so vor 10 Jahren, oder sagen wir mal, vielleicht gehen wir noch ein Stückchen weiter, so Anfang der 2000er waren wir im Schnitt so bei 700, 750.000, habe ich vorhin mal nachgeschaut, Freelancern in Deutschland, während wir jetzt Mhm. ungefähr bei 1,5 Millionen sind. Also wir haben uns gedoppelt in Wow. den letzten 20 Jahren. Das ist, glaube ich, schon ein Zeichen. Und wenn man sich die Kurve auch anguckt, die geht wirklich so nach oben. Es werden immer mehr. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass Unternehmen Freiberufler einstellen. Wenn sie das nicht machen würden, gäbe es keinen Bedarf und die Zahl würden ja auch nicht wachsen. Deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema Remote immer weiter aufkommt, das Thema Outsourcing immer weiter aufkommt. Also einzelne Aufgaben abzugeben, stundenbasiert zu bezahlen, beziehungsweise projektbasiert zu bezahlen, um da Geld zu sparen. Es gibt ja auch immer mehr, also das Start-up-Feld wird ja auch immer größer, so Start-up-Unternehmen, auch die
machen nicht mehr alles selber oder nehmen dann für gerade für den Einstieg bestimmte Freelancer einfach, um auch kostensparend zu sein. Also da gibt es schon Potenzial, auch Wachstumspotenzial noch. Gerade in der Corona-Krise, da kann ich mich jetzt auf unsere Schwesternplattform berufen, sage ich mal. Wir haben Freelancer Map als Schwesterplattform, aus der wir auch heraus gegründet worden sind. Ja. Die machen jedes Jahr einen Kompass. Und mit diesem Kompass, da wird, werden Umfragen gemacht, auch wie sich die Landschaft Freelancer allgemein, also nicht nur die aus der Medienbranche, sondern auch aus der IT oder aus dem Consulting-Bereich eben entwickelt. Und da sieht man auch, das ist so eine steigende Tendenz. Und was die eben auch gemacht haben, jetzt letztes Jahr dann halt dieses Corona-Barometer, also was, wie geht es den Freelancern während Corona? Und da hat sich, glaube ich, auch ein bisschen rauskristallisiert, dass letztes Jahr im März hatten noch ungefähr 60% der Freelancer wirklich Existenzängste. Während jetzt aktuell zum Beispiel, also im April war die letzte Auswertung, nur noch 32% waren. Also es sind wieder zurückgegangen. Der Markt stabilisiert sich aufgrund von Corona wieder. Man muss hier nochmal, glaube ich, unterscheiden, habe ich so im Gespräch mit den Kreativfreelancern rausbekommen, jemand, der zum Beispiel Styling-Shootings macht oder da wirklich viel Marketing, da ist teilweise Budget tatsächlich zurückgeschraubt worden. Andere Firmen, die noch keine Website hatten oder die sich online digital aufstellen wollten, haben wiederum haben den Freelancern die Bude eingerannt. Also das ist interessant. Es ist tatsächlich so, die Firmen haben gespart, ja, aber der Digitalisierungseffekt war schon da und groß. Und dann hat man sich in dem Bereich halt, um da auszubauen, Freelancer gesucht. Aber natürlich ist ein großer Teil auch betroffen gewesen, hat seine Spartes aufbrauchen müssen und so weiter. Also schon, es betrifft, hat jetzt nicht allen geholfen, aber gerade wenn man so in manchen Bereichen redet, wo es um die Digitalisierung geht, dann haben die kleineren Unternehmen, um halt einen Online-Shop vielleicht zu erstellen, doch mal noch Geld in die Hand genommen. Genau. Wow, okay, also summa summarum kann man aber sagen, dass es ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Ihr habt es also auch gespürt bei Freelance Express und auch diese Pandemiesituation hat durchaus für etliche auch einen Push gegeben und das Ganze dann ja auch die Digitalisierung in vielen Unternehmen dann beschleunigt, ne, vorangetrieben. Ja, auch dieses Thema, glaube ich, Remote-Jobs ist da auch nochmal gewachsen das letzte Jahr. Also nicht nur die Arbeitnehmer alle ins Homeoffice gehen, haben Auftraggeber aber auch gemerkt, okay, gut, mein Freelancer muss nicht bei mir im Büro sitzen, um die Arbeit zu machen, sondern auch da ist es so, Remote-Aufträge auszuschreiben, wird jetzt auch immer gängiger tatsächlich, auch wenn es vorher schon gängig war, aber es hat den digitalen Nomaden oder halt auch den Freelancern eigentlich eher geholfen, dass Unternehmen jetzt gesehen haben, Remote funktioniert. Was natürlich trotzdem viele Arbeitgeber wollen oder viele Auftraggeber, was nicht schaden kann, ist, dass sich ein Freelancer bereit erklärt, zum Beispiel mal für ein Meeting oder so, außerhalb, abgesehen von Corona, aber so allgemein, dass man sich gesehen hat, ein Bild hat, aber doch dieses Remote-Arbeiten gewinnt an Zuwachs. Okay, wow, dankeschön. Also das war jetzt ein ganz interessanter Einblick hier in eure Welt und in den Kreativmarkt, ins Web-Umfeld. Ich sage herzlichen Dank, Nadja. Und wenn jemand jetzt zugesehen hat und Fragen hat, entweder zu Absicherung von Risiken, dann meldet euch herzlich gerne hier bei uns bei Exali. Und oder wenn jemand, die jetzt von der Muse geküsst wurde und gesagt hat, so jetzt drücke ich aufs Gas und gebe Gas und möchte mal durchstarten, dann steht sicherlich auch Freelance Express hier mit Rat und Tat zur Seite. Ich sage herzlichen Dank, Nadja, und bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.